Hey, ich bin wie immer der Sirax und herzlich willkommen zu einer wunderschönen Scheiße. Herzlich willkommen zu einem lustigen Mega Man Hack zurück. Vor 3 Tagen habe ich die erste Aufnahmesession gemacht und ich habe tatsächlich, wir kamen kein Stück voran. Und ich weiß nicht, ob ich heute dafür die Nerven habe. Ich schreck einmal ein Teaserchen. Lass mich lügen, jetzt ist der 5. Part. Das ist eine Arschloch-Stage. Die anderen gingen. Gehen wir einfach in Cutman. Achso, ich muss Start drücken. Ich bin ein bisschen müde. Das liegt daran, dass ich heute meinen ersten Tag beim Minijob habe. Und ich war den ganzen Tag halt auf Touren und Sachen machen. Und wir nehmen jetzt weiter diesen Hack auf. Mann, dieser Hack. Oh Gott. Boah, Mann, diese Sprünge in dem Hack auch. Die bringen kleine Kinder zum Weinen. Und Seeraxe. Weißt du, das sind solche Sprünge, da schaudert's dir die Eier. Ich möchte am liebsten keine große Abstände zwischen den Sessions haben, weil ansonsten werde ich ein blaues Wunder erleben, wenn ich es wieder zocken sollte. Der Anfang geht hier. Das ist der scheiß Sprung da und mein Ohr juckt und ich will nicht wissen wie. Ja, ich bin lieber der Seerak und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderschönen Scheiße. Habe ich schon erwähnt, dass ich müde bin? Oh Gott, ey. Was sich hier der Final ausgedacht hat. Ja gut, der Hack war ja für erfahrene Mega Man-Hersteller. Ist der eigentlich. Willst du mich verarschen, du Hunderte? Dieser Sprung hier. Oh Gott, dieser Sprung hier! Der bringt kleine Kinder zu Beinen! Und Seeraxe! Ja, genau. Mach deinen ultimativen Tampon-Shot. Ach, das Arschloch. Oh, leck mich. Oh. Da habe ich gerade gut abgezogen. Wisst ihr, ich muss sagen, in den Gebeteil bin ich viel schlechter. Aber wir kommen immerhin. Naja. Ich will jetzt nicht sagen gut durch, aber ich würde mal sagen, für meine Verhältnisse komme ich gut durch. Kommen wir gut durch. Bisher ist alles in Ordnung gewesen. Jetzt kam die Scheiße. Es wird sich so lang ziehen hier mit dem Hack. Weil ich möchte, dass sie ohne Safe Sits machen. Diese Schlappe hier. Bitte nicht heulen! Das ist eine Vergewaltigung! Meine Nerven! Es fängt schon wieder an. Ich habe heute nicht so viel Geduld. Ich bin müde, ich bin kaputt und ich spiele so einen Scheißhack, der so scheiße schwer ist, dass er eigentlich für mich praktisch unmöglich zu schaffen ist. Ohne Safe States zumindest. Mit Safe States könnte ich sogar gut schaffen.
Weiß, ich könnte mich schlimmer anstellen. Das ist ja das Lustige. Schlimmer geht immer. Genauso wie besser. Aha. Genau. Kannst dich kreuzweise. Ne, ich möchte ein gescheites Timing. Gescheites Timing. Hallo, jemand zu Hause? Gescheites Timing. Anrufbeantworter geht rein. Und der sagt, fick dich, Serax. Und dann kommt ein schwarzes Bällchen. Das bald lustig zu sein. Und mir in die Rosette reinzuklettern. Dieser Scheißsprung hier. Ah. Oh, aber wenigstens klappt er jetzt. Es sieht so aus, als würden wir hier dieses Level sehr lange noch sehen müssen. Ich will nicht wissen, was in der, nicht in den Mighty Stages, sondern in den Final Stages passieren wird. Mm. Ich glaube, da macht der Final Level Gamer seinen Namen alle Ehre. Denn, ein Gamer, der auf den finalen Level spielt. Und der finale Level ist schwer. Das wissen wir alle. Und ich bin ein Noven-Megaman. Das wissen wir auch alle. So, wie machen wir das? Es ist doch nicht schaffbar, ohne getroffen zu werden. Und wenn ja, wie? Muss ich die dann quasi ganz schnell niederschießen? Aber das geht doch nicht. Ich kann sehr schnell tippen, aber der Megaman kann nicht sehr schnell schießen. Das, ja, da haben wir ein kleines, Problemchen. Ach komm, fick dich doch, Megaman, du kleine Schwuchtel. Ich mag dich nicht. Hm. Könnt mich wieder aufregen. Tu's aber nicht. Das hebe ich mir für die nächsten Parts auf. Weil wenn ich es jetzt tue. Ah, lass es uns tun. Dann ist diese Session sehr kurz, sehr laut und ich habe sehr großen Ärger mit meinen Eltern. Und es muss nicht sein. Danke, Megaman, dass du hoch genug sprichst, du Schlachter! Jetzt springt er zu hoch! Ey, ich freue mich schon auf die Iceman Stages. Oh, die sind hier richtig kacke konzipiert. Dabei habe ich bloß den Anfang gesehen und das reicht mir schon. Diese nervigen Gegner überall und dann diese scheiß Abgründe. Diese nervigen Gegner und diese Abgründe. Wären die Abgründe allein, wäre es mir scheißegal. Oder wären die nervigen Gegner, wäre es mir auch nochmal egaler. Obwohl, da wird es jetzt schon, da wird es trotzdem nerven, aber. Es wäre mir egaler, aber mit den Abgründen ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich sehe es jetzt für Pussys. Ja gut, in dem Fall werden Sehstätze sogar zum Teil gerechtfertigt. Weil es ist ein Hack und der ist nicht leicht. Sehstätze ist im normalen Spielen. Nicht ganz so schweren Spielen für Pussys. So langsam habe ich diesen Zwiebelschreck auch raus. Ha! Ich weiß jetzt, wo deine Dusche duscht. Wie mache ich das hier? Ich töte ihn mal so. Weh, der lässt jetzt live oder leben droppen. Ich ficke dich! Weich! Wie ein Babypopo! Oder gut, das machen dann die, mit einer ganz speziellen sexuellen Zuneigung. Warum kann ich wieder nach oben springen? Das ist mir neu!
Ja, super. Xerax hat sich selbst getrollt. Kann ich noch oben springen? Ja! Können die Gegner damit respawnen? Ja! Ach, scheiße. Wetten, dass... Oh. Meine Lieblingsstelle in dem Level. Die ist sowas von fair, liebe Leute. Sie ist richtig fair und... Also da muss man den Heckhersteller loben, dass er nicht sadistisch war. Dass er mal ausnahmsweise nicht sadistisch war. Oh, ich sterbe immer innerlich bei diesem Sprung. Ich weiß, dass er denn durchfallen kann. Das wollte ich gerade sagen. Ah! Ich könnte kotzen. Das wird heute mal wieder eine geile Aufnahme, wo wir richtig schön Fortschritt sehen. Hurra! Boah, ich könnte kotzen. Und hier gibt es auch noch kein E-Tanks. Das heißt, ich muss mich den Bossen so stellen. Und selbst in der normalen Version konnte ich Catman nicht ohne Safe States. Weil der hier oberschwul ist. In der NES-Fassung kann ich ihn no-hit. Mit ein bisschen Feingefühl kann ich den no-hit. Und ein bisschen Glück. Ein kleines bisschen. Hier brauche ich eine Menge Glück, um ihn überhaupt zu überleben. Weil der so einen fucking kranken Schaden macht. Und vor allem, soviel ich weiß, gibt's da ein Safe Point? Ich glaube nicht. Von dem im Boss Vorraum. Ja, da gab's glaube ich kein Safe State. Das heißt, Mega Man für den Geber ist nochmal geiler. Spreng doch, du Fotze! Geh mir nicht auf den Sack! Ja, Jimmy, können wir einfach mal ein paar Gegner. Das macht so viel Spaß. Ich bin mal gespannt, wie Wacky vorankommt, weil der will ja das auch antesten. Zumindest antesten will das. Ich glaube, er möchte es sogar LP'en. Ob er es mit Safe States macht oder nicht. Wenn er es schafft, dann Props an ihm. Wenn ich es schaffe, das war bloß Glück. So, ich könnte kotzen. Genau, das Timing will ich. Und das auch. Und das will ich auch. Oh, das passt zu meiner Tapete. Oh, und zu meiner und zu meiner Elefantenunterhose passt es auch. Oh ja. Ich könnte kotzen. Ich kam doch mal No-Hit hier durch. Und des Öfteren sogar. Und jetzt habe ich die halbe Leib verloren. Sag mal, wo sind wir denn hier? Den Mega Man. Boah, Mann, du kleine MS-Schwuchtel. Stehst auf fliegende Bälle. Da muss sogar ein Xerax sein. Was hab ich da gesagt? Das ist nicht gut, wenn ich hier anfange, über meine Witze zu lachen. Oh mein Gott. Aber es ist doch wahr. Es ist so wahr. Den Vögeln wir erstmal weich. Guck mal, wie der still sitzt, wenn er ein paar Bälle ins Gesicht kriegt. Aha. Oh Mann, das ist doch so scheiße hier!
Leute! Ich liebe diesen Hack! Boah, Mann. Ich weiß es, Karl. Oh, super. Ich liebe dich, du kleines Hurenbällchen. Boah, Mann, jetzt haben wir kaum noch eine Chance. Boah, Mann. Ich war zu übereifrig. Ach, Mann. Wir versuchen jetzt uns hier. Nachdem ich weiß, wie scheiße die anderen Level sind. Wenigstens ist die Icewind Stage nicht direkt nach dieser Stage. Sonst würde ich die Krise kriegen, weil da ist auch noch alles rutschig. Und dann kommen diese fliegenden Wichser, die ich sowieso hasse. Warum sind die überhaupt in dem Game? Boah, Mann. Bitte kein... Oh, ja, genau in die Fresse. Wisst ihr, wo er die Bälle vom anderen am liebsten hat? In seinem Gesicht. In seiner hässlichen Fotzenfresse. Und so weiter. Boah, Mann. Er steht auf fliegende Bälle. Es ist MS-Schwuchtelmann. Ja, lass dich davon treffen. Und oh, ich bin gleich... Ich bin kurz davor, in den Abgrund reinzuspringen. Hätte ich doch bloß hier in dem Fall so Geduld wieder, wie beispielsweise der Wolf. Oder zumindest wie Wacky. Obwohl, ich weiß nicht. Doch, er bleibt ruhiger. Also hat er mehr Geduld, würde ich mal sagen. Ich glaube, das würde das Spiel viel einfacher machen. Und meine Nase, Junge. Meine Nase, Junge. Oh! Schön auf Schritthöhe. Ah, ja, endlich. So, dieses schwarze Kackbällchen. Mann, das dauert hier so lange. Jetzt habe ich aber keine andere Wahl. Weh, du Schwuchtel. Fällst da runter. Du bist doch eine kleine Krebshure. Mann, leck mir doch den Sack. Ah, oh ja, ich liebe Mega Man. Ah. Ich flippe hier gleich her. Ich tue nicht so, als würde ich den Verstand verlieren, sondern ich verliere ihn gerade. Mann! Komm, ist mir doch scheißegal, ob ich getroffen werde. Ist mir doch scheißegal, ob ich in dem Game sterbe. Tue ich das oft genug. Ich möchte wieder was Leichtes. Lasst mich wieder einfach den BB Guy spielen. Ich könnte kotzen. Mäh.